Also, dies ist das erste eine Reihe von Videos, in denen die Beweistexte besprochen werden, auf die sich Trinitarier berufen, um ihre Theorie zu beweisen. Zu Beginn wollen wir ein paar Grundregeln aufstellen. Die erste und wichtigste ist die Regel für mehrdeutige Bibelstellen. Die Definition von Mehrdeutigkeit lautet, die Eigenschaft, für mehr als eine Interpretation offen zu sein, ohne Genauigkeit. Wenn die Bedeutung eines Verses der Heiligen Schrift nicht klar ist, wenn er auf mehr als eine Weise verstanden werden kann, dann kann er nicht allein als Beweis dienen. Ich gebe dir ein Beispiel. Beweist Johannes 10, Vers 30 die Dreieinigkeit? Dort steht, ich und der Vater sind eins. Ein Trinitarier könnte argumentieren, dass dies beweist, dass sowohl Jesus als auch Jehova Gott sind. Ein Nicht-Trinitarier könnte argumentieren, dass es sich um die Einheit in der Absicht handelt. Wie löst man diese Mehrdeutigkeit auf? Das kann man nur, wenn man sich außerhalb dieses Verses mit anderen Teilen der Bibel beschäftigt. Wenn sich jemand weigert anzuerkennen, dass die Bedeutung eines Verses mehrdeutig ist, ist eine weitere Diskussion meiner Erfahrung nach Zeitverschwendung. Um die Mehrdeutigkeit dieses Verses zu klären, suchen wir nach anderen Versen, in denen ein ähnlicher Ausdruck verwendet wird. Zum Beispiel würde ich lesen, ich werde nicht länger in der Welt bleiben, sie aber sind noch in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, beschütze sie durch die Kraft deines Namens, den Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Johannes 17, Vers 11, NIV. Wenn Johannes 10, 30 beweist, dass der Sohn und der Vater beide Gott sind, weil sie dasselbe Wesen haben, dann beweist Johannes 17, Vers 11, dass auch die Jünger Gott sind. Sie teilen Gottes Natur. Das ist natürlich Blödsinn. Nun könnte jemand sagen, dass diese beiden Verse von unterschiedlichen Dingen sprechen. Okay, beweise es. Der Punkt ist, selbst wenn das stimmt, kannst du es mit diesen Versen nicht beweisen. Also können sie allein nicht als Beweis dienen. Sie können bestenfalls dazu genutzt werden, eine Wahrheit zu untermauern, die bereits an anderer Stelle bestätigt wurde. Um uns glauben zu machen, dass diese beiden Personen ein einziges Wesen sind, versuchen die Trinitarier uns dazu zu bringen, den Monotheismus als die einzig akzeptierte Form der Anbetung für Christen zu akzeptieren. Das ist eine Falle. Sie geht so: Oh, du glaubst, dass Jesus ein Gott ist, aber nicht der Gott? Das ist Polytheismus. Die Anbetung mehrerer Götter, wie sie die Heiden praktizieren. Wahre Christen sind monotheistisch. Wir beten nur einen Gott an. Nach der Definition der Trinitarier ist Monotheismus ein belasteter Begriff. Sie verwenden ihn wie ein gedankenbegrenzendes Klischee, dessen einziger Zweck es ist, jedes Argument abzutun, das ihrem Glauben zuwiderläuft. Was sie dabei übersehen, ist, dass der Monotheismus, so wie sie ihn definieren, nicht in der Bibel gelehrt wird. Wenn ein Trinitarier sagt, dass es nur einen wahren Gott gibt, meint er damit, dass jeder andere Gott falsch sein muss? Aber dieser Glaube entspricht nicht den Tatsachen, die in der Bibel offenbart werden. Betrachte zum Beispiel den Kontext des Gebets, das Jesus spricht. Diese Worte sprach Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Denn du hast ihm Macht gegeben über alles Fleisch, dass er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Und das ist das ewige Leben, damit sie dich, den einzigen wahren Gott und Jesus Christus, den du gesandt hast, erkennen. Johannes 17, 1-3, King James Version. Hier bezieht sich Jesus eindeutig auf den Vater, Jehova, und nennt ihn den einzig wahren Gott. Er schließt sich selbst nicht mit ein. Er sagt nicht, dass er und der Vater der einzig wahre Gott sind. Dennoch wird Jesus in Johannes 1, Vers 1 ein Gott genannt. In Johannes 1, 18 der eingeborene Gott und in Jesaja 9, 6 ein mächtiger Gott. Hinzu kommt die Tatsache, dass wir wissen, dass Jesus gerecht und wahrhaftig ist. Wenn er also den Vater und nicht sich selbst den einzig wahren Gott nennt, bezieht er sich nicht auf Gottes Wahrhaftigkeit oder seine Gerechtigkeit. Was den Vater zum einzig wahren Gott macht, ist die Tatsache, dass er über allen anderen Göttern steht. Mit anderen Worten, die letzte Macht und Autorität liegt bei ihm. Er ist die Quelle aller Macht, aller Autorität und der Ursprung aller Dinge. Alle Dinge, einschließlich des Sohnes Jesus, sind durch seinen Willen und nur durch seinen Willen entstanden. Wenn Gott der Allmächtige beschließt, einen Gott hervorzubringen, wie er es mit Jesus getan hat, bedeutet das nicht, dass er aufhört, der einzig wahre Gott zu sein. Ganz im Gegenteil, es unterstreicht die Tatsache, dass er der einzig wahre Gott ist.
Das ist die Wahrheit, die unser Vater uns seinen Kindern vermitteln will. Die Frage ist nur, ob wir zuhören und sie akzeptieren oder ob wir unbedingt unsere Interpretation darüber durchsetzen wollen, wie Gott angebetet werden sollte. Als Studierende der Bibel müssen wir aufpassen, dass wir die Definition nicht über die Sache stellen, die sie definieren soll. Das ist nur eine schlecht getarnte Exegese, die eigene Voreingenommenheit und Vorurteile einem Bibeltext aufzuzwingen. Vielmehr müssen wir die Heilige Schrift betrachten und herausfinden, was sie offenbart. Wir müssen die Bibel zu uns sprechen lassen. Nur dann sind wir in der Lage, die richtigen Begriffe zu finden, um die darin enthaltenen Wahrheiten zu beschreiben. Und wenn es in unserer Sprache keine Begriffe gibt, die die von der Schrift offenbarten Realitäten richtig beschreiben, müssen wir neue Begriffe erfinden. So gab es zum Beispiel keinen geeigneten Begriff, um die Liebe Gottes zu beschreiben. Also griff Jesus ein selten verwendetes griechisches Wort für Liebe, Agape, auf und formte es um und nutzte es, um das Wort von Gottes Liebe für die Welt zu verbreiten. Der Monotheismus, wie er von den Trinitariern definiert wird, offenbart nicht die Wahrheit über Gott und seinen Sohn. Das heißt aber nicht, dass wir den Begriff nicht verwenden dürfen. Wir können ihn immer noch verwenden, solange wir uns auf eine andere Definition einigen, die zu den Tatsachen in der Heiligen Schrift passt. Wenn Monotheismus bedeutet, dass es nur einen wahren Gott im Sinne einer Quelle aller Dinge gibt, der allein allmächtig ist, aber zulässt, dass es andere Götter gibt, sowohl gute als auch böse, dann haben wir eine Definition, die mit den Beweisen in der Heiligen Schrift übereinstimmt. Trinitarier zitieren gerne Bibelstellen wie Jesaja 44,24, die ihrer Meinung nach beweisen, dass Jehova und Jesus ein und dasselbe Wesen sind. So spricht der Herr, dein Erlöser, der dich im Mutterleib gebildet hat. Ich bin der Herr, der Schöpfer aller Dinge, der den Himmel ausspannt und die Erde durch mich ausbreitet. Jesaja 44,24 NIV. Jesus ist unser Erlöser, unser Retter. Darüber hinaus wird von ihm als Schöpfer gesprochen. In Kolosser 1,16 heißt es über Jesus, in ihm ist alles geschaffen worden und alles ist durch ihn und für ihn geschaffen worden. Und in Johannes 1,3 heißt es, durch ihn ist alles geschaffen worden. Ohne ihn ist nichts geschaffen worden, was geschaffen worden ist. Ist die trinitarische Argumentation angesichts dieser biblischen Beweise stichhaltig? Bevor wir uns dieser Frage zuwenden, sollten wir bedenken, dass nur von zwei Personen die Rede ist. Der Heilige Geist wird hier nicht erwähnt. Wir haben es also bestenfalls mit einer Dualität zu tun, nicht mit einer Trinität. Ein Mensch, der nach der Wahrheit sucht, wird alle Fakten aufdecken, denn sein einziges Ziel ist es, die Wahrheit zu finden, was auch immer das sein mag. In dem Moment, in dem eine Person Beweise versteckt oder ignoriert, die ihren Standpunkt nicht stützen, sollten wir die Warnsignale erkennen. Vergewissen wir uns zunächst, dass das, was wir in der New International Version lesen, eine korrekte Übersetzung von Jesaja 44,24 ist. Warum ist das Wort Herr groß geschrieben? Es ist in Großbuchstaben geschrieben, weil der Übersetzer sich nicht für die genaue Wiedergabe des Originals entschieden hat, das ist die wichtigste Pflicht eines Übersetzers, sondern aufgrund seiner religiösen Vorlieben. Hier ist eine andere Übersetzung desselben Verses, die zeigt, was sich hinter dem großgeschriebenen Wort Herr verbirgt. So spricht Jehova, dein Erlöser, und der, der dich vom Mutterleib an geformt hat. Ich bin Jehova, der alles gemacht, der allein den Himmel ausbreitet, der die Erde durch mich ausbreitet. Jesaja 44,24, World English Bible. Herr ist ein Titel und kann als solcher auf viele Personen angewendet werden, auch auf Menschen. Er ist daher vage, aber Jehova ist einzigartig. Es gibt nur einen Jehova. Selbst Gottes Sohn, Jesus, der eingeborene Gott, wird nie Jehova genannt. Denn ein Name ist einzigartig, ein Titel ist es nicht. Die Verwendung von Herr anstelle des göttlichen Namens JHWH oder Jehova verwischt die Identität desjenigen, auf den man sich bezieht. So hilft es den Trinitariern, ihre Ziele zu erreichen. Um die Verwirrung, die durch die Verwendung von Titeln entsteht, zu beseitigen, schrieb Paulus an die Korinther, denn wenn auch viele Götter genannt werden, ob im Himmel oder auf Erden, und viele Götter und viele Herren sind, so ist doch für uns ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind, und wir zu ihm, und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. 1. Korinther 8, Verse 5 und 6, American Standard Version. Du siehst, Jesus wird Herr genannt, aber in den vorchristlichen Schriften wird auch Jehova Herr genannt.
Es ist angemessen, den allmächtigen Gott Herr zu nennen, aber es ist kaum ein exklusiver Titel. Auch Menschen benutzen ihn. Indem der Bibelübersetzer, der normalerweise ein Trinitarier ist oder seinen trinitarischen Auftraggebern verpflichtet ist, die Einzigartigkeit des Namens Jehova entfernt, verwischt er also die dem Text innewohnende Unterscheidung. Statt des sehr spezifischen Hinweises auf den allmächtigen Gott, der im Namen Jehova enthalten ist, haben wir den unspezifischen Titel Herr. Wenn Jehova gewollt hätte, dass sein Name in seinem inspirierten Wort durch einen Titel ersetzt wird, hätte er das wohl getan, meinst du nicht auch? Der Trinitarier wird argumentieren, dass da der Herr gesagt wird, dass er die Erde selbst geschaffen hat und da Jesus, der auch Herr genannt wird, alle Dinge erschaffen hat, sie ein und dasselbe Wesen sein müssen. Das nennt man Hyperliteralismus, übertriebene Wörtlichkeit. Der beste Weg, mit Hyperliteralismus umzugehen, ist, den Rat zu befolgen, der in Sprüche 26,5 zu finden ist. Antworte einem Narren nach seiner Narrheit, sonst wird er in seinen eigenen Augen weise. Sprüche 26,5, Christian Standard Bible. Mit anderen Worten, führe törichte Überlegungen zu ihrem logischen und absurden Ende. Lass uns das jetzt tun. All dies kam über den König Nebukadnezar. Am Ende von 12 Monaten ging er im Königspalast von Babylon umher. Der König sprach: Ist das nicht diese große Babylon, das ich zur königlichen Wohnung gebaut habe, durch die Kraft meiner Macht und zur Herrlichkeit meiner Majestät? Daniel 4, 28 bis 30. Da hast du es. König Nebukadnezar hat die ganze Stadt Babylon ganz allein gebaut. Das hat er gesagt, also hat er es auch getan. Hyperliteralismus. Natürlich wissen wir alle, was Nebukadnezar meint. Er hat Babylon nicht selbst gebaut. Wahrscheinlich hat er es nicht einmal entworfen. Erfahrene Architekten und Handwerker entwarfen es und überwachten den Bau, der von Tausenden von Sklavenarbeitern ausgeführt wurde. Wenn ein Trinitarier akzeptieren kann, dass ein menschlicher König davon spricht, dass er etwas mit seinen eigenen Händen gebaut hat, obwohl er nie einen Hammer in die Hand genommen hat, warum sträubt er sich dann gegen die Vorstellung, dass Gott jemanden für seine Arbeit einsetzt und trotzdem mit Recht behaupten kann, er habe sie selbst getan? Der Grund, warum er diese Logik nicht akzeptieren will, ist, dass sie nicht in seine Agenda passt. Das ist Eisegese. Man liest seine eigenen Ideen in den Text hinein. Was sagt der Bibeltext? Sie sollen den Namen Jehovas preisen, denn er hat geboten und sie wurden geschaffen. Psalm 148, 5, World English Bible. Wenn Jehova in Jesaja 44, 24 sagt, dass er es selbst getan hat, wen hat er dann befohlen? Sich selbst? Das ist Blödsinn. Ich habe mir selbst befohlen zu erschaffen und dann habe ich meinem Befehl gehorcht, so spricht der Herr. Das glaube ich kaum. Wir müssen bereit sein zu verstehen, was Gott meint und nicht, was wir wollen, dass er meint. Der Schlüssel dazu liegt in den christlichen Schriften, die wir gerade gelesen haben. In Kolosser 1,16 heißt das, dass alle Dinge durch ihn und für ihn geschaffen wurden. Durch ihn und für ihn weist auf zwei Einheiten oder Personen hin. Der Vater hat wie Nebukadnezar befohlen, dass die Dinge geschaffen werden. Das Mittel, mit dem dies vollbracht wurde, war Jesus, sein Sohn. Alle Dinge wurden durch ihn erschaffen. Das Wort durch beinhaltet die Vorstellung, dass es zwei Seiten und einen Kanal gibt, der sie miteinander verbindet. Gott, der Schöpfer, steht auf der einen Seite und das Universum, die materielle Schöpfung, auf der anderen Seite und Jesus ist der Kanal, durch den die Schöpfung vollbracht wurde. Warum heißt es auch, dass alle Dinge für ihn, also für Jesus, geschaffen wurden? Warum hat Jehova alle Dinge für Jesus erschaffen? Johannes offenbart, dass Gott Liebe ist. 1. Johannes 4, Vers 8. Es war Jehovas Liebe, die ihn dazu veranlasste, alles für seinen geliebten Sohn Jesus zu schaffen. Wieder einmal tut jemand aus Liebe etwas für einen anderen. Für mich haben wir damit eine der heimtückischsten und schädlichsten Auswirkungen der Trinitätslehre angesprochen. Sie verdunkelt das wahre Wesen der Liebe. Liebe ist alles. Gott ist Liebe. Das Gesetz des Moses lässt sich in zwei Regeln zusammenfassen. Liebe Gott und liebe deinen Mitmenschen. Alles, was du brauchst, ist Liebe, ist nicht nur ein beliebter Liedtext. Es ist die Essenz des Lebens. Die Liebe eines Elternteils zu seinem Kind ist die Liebe Gottes, des Vaters, zu seinem eingeborenen Sohn. Von da aus erstreckt sich die Liebe Gottes auf alle seine Kinder, sowohl auf die Engel als auch auf die Menschen.
Wenn wir den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist zu einem einzigen Wesen machen, wird unser Verständnis für diese Liebe, die alle anderen Eigenschaften auf dem Weg zum Leben übertrifft, wirklich getrübt. All die Liebesbekundungen, die der Vater für den Sohn und der Sohn für den Vater empfindet, werden zu einer Art göttlichem Narzissmus, Selbstliebe, wenn wir an die Trinität glauben. Das glaube ich nicht. Und warum drückt der Vater niemals Liebe für den Heiligen Geist aus, wenn dieser eine Person ist? Und warum drückt der Heilige Geist keine Liebe für den Vater aus? Wiederum, wenn er eine Person ist. Eine andere Stelle, die uns Trinitarier als Beweis dafür anführt, dass Jesus der allmächtige Gott ist, ist diese. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr mich erkennt und mir glaubt und versteht, dass ich es bin. Vor mir ist kein Gott gewesen, und nach mir wird auch keiner mehr sein. Ich bin der Herr, und außer mir gibt es keinen Retter. Jesaja 43, 10, 11, New International Version. Es gibt zwei Elemente in diesem Vers, die der Trinitarier als Beweis für ihre Theorie anführen. Auch hier wird der Heilige Geist nicht erwähnt, aber lassen wir das für einen Moment mal außer Acht. Wie beweist das, dass Jesus Gott ist? Nun, bedenke Folgendes. Denn uns ist ein Kind geboren worden, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und man wird ihn nennen, wunderbarer Ratgeber, mächtiger Gott, ewiger Vater, Fürst des Friedens. Jesaja 9,6 NIV. Wenn es also keinen Gott gab, der vor oder nach dem Herrn geschaffen wurde, und hier bei Jesaja wird Jesus ein mächtiger Gott genannt, dann muss Jesus Gott sein. Aber halt, da ist noch mehr. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Er ist der Messias, der Herr. Lukas 2,11 NIV. Da hast du es, der Herr ist der einzige Retter und Jesus wird ein Retter genannt. Sie müssen also ein und dasselbe sein. Das bedeutet, dass Maria den allmächtigen Gott geboren hat. Wach endlich auf! Natürlich gibt es viele Bibelstellen, in denen Jesus seinen Vater unmissverständlich als Gott bezeichnet, der sich von ihm unterscheidet. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Matthäus 27, 46 NIV. Hat Gott im Stich gelassen? Ein Trinitarier könnte sagen, dass Jesus hier die Person ist, die spricht, aber dass er Gott ist, bezieht sich auf sein Wesen. Okay, könnten wir das dann einfach umformulieren in mein Wesen, warum hast du mich verlassen? Geht stattdessen zu meinen Brüdern und sagt ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Johannes 20, 17 NIV. Ist Gott unser Bruder? Mein Gott und euer Gott? Wie soll das gehen, wenn Jesus Gott ist? Und wenn Gott sich auf sein Wesen bezieht, was dann? Ich steige auf zu meinem Wesen und zu eurem Wesen? Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Philippa 1, 2 NIV. Hier wird der Vater eindeutig als Gott und Jesus als unser Herr identifiziert. Zuerst danke ich meinem Gott, durch Jesus Christus für euch alle, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündet wird. Römer 1, 8 NIV. Er sagt nicht, ich danke dem Vater durch Jesus Christus. Er sagt, ich danke Gott durch Jesus Christus. Wenn Jesus Gott ist, dann dankt er Gott durch Gott. Wenn er mit Gott die göttliche Natur aus der Person Jesu meint, könnten wir das natürlich umformulieren. Ich danke meiner göttlichen Natur durch Jesus Christus. Ich könnte immer so weitermachen. Es gibt noch Dutzende solcher Verse. Verse, die Gott klar und eindeutig von Jesus unterscheiden. Aber nein, wir werden all diese Verse ignorieren, weil unsere Interpretation wichtiger ist als das, was dort eindeutig steht. Kehren wir also zu der Auslegung der Trinitarier zurück. Kehren wir zur Schlüsselstelle Jesaja 43, 10 und 11 zurück und denken wir daran, dass Herr in Großbuchstaben verwendet wird, um Gottes Namen vor dem Leser zu verbergen. Ihr seid meine Zeugen, eine Verkündigung, JHWHs, und mein Diener, den ich erwählt habe, damit ihr mich erkennt und mir Glauben schenkt und versteht, dass ich der Er bin, von mir war kein Gott gebildet und nach mir ist keiner. Ich bin JHWH und außer mir gibt es keinen Retter. Jesaja 43, 10, 11, LSV. Aha, siehst du, Jehova ist der einzige Gott. Jehova wurde nicht erschaffen, denn vor ihm gab es keinen Gott und schließlich ist Jehova der einzige Retter. Da Jesus in Jesaja 9,6 als mächtiger Gott und in Lukas 2,10 als Retter bezeichnet wird, muss er also auch Gott sein. Das ist ein weiteres Beispiel für die trinitarische Hyperliteralität, die sich selbst dient
Okay, dann wenden wir die gleiche Regel an wie zuvor. Sprüche 26,5 sagt uns, dass wir ihre Logik auf die Spitze treiben müssen. In Jesaja 43,10 heißt das, dass kein anderer Gott vor Jehova und nach ihm geschaffen wurde. Dennoch nennt die Bibel Satan den Teufel den Gott dieser Welt. 2. Korinther 4,4 NLT. Außerdem gab es zu dieser Zeit viele Götter, die die Israeliten anbeteten, zum Beispiel Baal. Wie umgehen die Trinitarier diesen Widerspruch? Sie sagen, dass Jesaja 43,10 sich nur auf den wahren Gott bezieht. Alle anderen Götter sind falsch und werden daher ausgeschlossen. Es tut mir leid, aber wenn man es übertrieben wörtlich nehmen will, muss man den ganzen Weg gehen. Du kannst nicht manchmal das wörtlich nehmen, was du willst, und ein anderes Mal nur bedingt. In dem Moment, in dem du sagst, dass ein Vers nicht genau das bedeutet, was er sagt, öffnest du die Tür für Interpretation. Entweder gibt es keine Götter, keine anderen Götter, oder es gibt die Götter und Jehova spricht in einem relativen oder bedingten Sinn. Frag dich, was in der Bibel einen Gott zu einem falschen Gott macht? Ist es, weil er nicht die Macht eines Gottes hat? Nein, das passt nicht, denn Satan hat gottgleiche Macht. Sieh dir an, was er mit Hiob gemacht hat. Während er noch redete, kam ein anderer Bote und sagte: Das Feuer Gottes ist vom Himmel gefallen und hat die Schafe und die Knechte verbrannt, und ich bin der Einzige, der entkommen ist, um es dir zu sagen. Hiob 1,16 NIV. Was macht den Teufel zu einem falschen Gott? Ist es, dass er die Macht eines Gottes hat, aber nicht die absolute Macht? Macht es dich zu einem falschen Gott, nur weil du weniger Macht hast als Jehova, der allmächtige Gott? Wo steht das in der Bibel? Oder ziehst du wieder eine voreilige Schlussfolgerung, um deine Interpretation zu stützen, mein trinitarischer Freund? Nun, betrachte den Fall des Engels des Lichts, der zum Teufel wurde. Er hat durch seine Sünde keine besonderen Kräfte erlangt. Das macht keinen Sinn. Er muss sie schon immer besessen haben. Trotzdem war er gut und rechtschaffen, bis das Böse in ihm auftauchte. Es liegt auf der Hand, dass Kräfte zu haben, die der Allmacht Gottes unterlegen sind, einen nicht zu einem falschen Gott macht. Würdest du zustimmen, dass ein mächtiges Wesen zu einem falschen Gott wird, wenn es im Gegensatz zu Jehova steht? Wenn der Engel, der zum Teufel wurde, nicht gesündigt hätte, dann hätte er weiterhin all die Macht, die er jetzt als Satan hat und die ihn zum Gott dieser Welt macht. Aber er wäre kein falscher Gott, weil er nicht im Gegensatz zu Jehova stehen würde. Er wäre einer von Jehovas Dienern gewesen. Wenn es also ein mächtiges Wesen gibt, das nicht im Gegensatz zu Gott steht, wäre es dann nicht auch ein Gott? Nur eben nicht der wahre Gott. In welchem Sinn ist Jehova also der wahre Gott? Gehen wir zu einem gerechten Gott und fragen ihn: Jesus, ein Gott, sagt uns: Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und Jesus Christus, den du gesandt hast, erkennen. Johannes 17,3 NIV. Wie kann Jesus, ein mächtiger und gerechter Gott, Jehova, den einzigen wahren Gott, nennen? Wie können wir uns das vorstellen? Nun, woher bekommt Jesus seine Macht? Woher bekommt er seine Autorität? Woher bekommt er sein Wissen? Der Sohn bekommt es vom Vater. Der Vater Jehova bekommt seine Macht, Autorität und sein Wissen nicht vom Sohn, von niemandem. Deshalb kann nur der Vater als der einzig wahre Gott bezeichnet werden. Und so nennt ihn auch Jesus der Sohn. Der Schlüssel zum Verständnis dieser Passage aus Jesaja 43, 10 und 11 liegt im letzten Vers. Ich, ja, ich bin Jehova, und außer mir gibt es keinen Retter. Jesaja 43, 11 NIV. Wieder wird unser trinitarischer Kollege sagen, dass Jesus Gott sein muss, weil Jehova sagt, dass es außer ihm keinen anderen Retter gibt. Hyperliteralismus. Lass uns das auf die Probe stellen, indem wir an anderer Stelle in der Schrift nachsehen. Du weißt schon, um einmal exegetische Forschung zu betreiben und die Bibel die Antwort liefern zu lassen, anstatt auf die Interpretation von Menschen zu hören. Ich meine, ist es nicht das, was wir als Zeugen Jehovas getan haben, auf die Auslegungen von Menschen hören und sieh nur, was das gebracht hat? Als die Kinder Israels zu Jehova schrien, erweckte Jehova einen Retter für die Kinder Israels, der sie rettete, nämlich Othniel, den Sohn des Kenas, den jüngeren Bruder Kalebs, Richter 3,9 WEB. Jehova, der sagt, dass es außer ihm keinen Retter gibt, hat also in der Person von Othniel, einen Richter Israels, einen Retter in Israel erweckt. Der Prophet Nehemia erinnert sich an diese Zeit in Israel und sagt dazu: Darum hast du sie in die Hand ihrer Feinde gegeben, die sie leiden ließen.
Und in der Zeit ihres Leids schrien sie zu dir, und die hast du sie vom Himmel her erhört. Und nach einer größeren Barmherzigkeit hast du ihnen Retter gegeben, die sie an der Hand ihrer Feinde gerettet haben. Nehemia 9, 27 ESV. Wenn der Einzige, der immer wieder einen Retter schenkt, Jehova ist, dann kannst du mit Fug und Recht behaupten, dass dein einziger Retter Jehova ist, auch wenn diese Rettung in Form eines menschlichen Führers erfolgte. Jehova sandte viele Richter, um Israel zu retten, und schließlich sandte er den Richter der ganzen Erde, Jesus, um Israel für alle Zeiten zu retten, ganz zu schweigen von uns anderen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Johannes 3,16, King James Version. Würden wir gerettet werden, wenn Jehova seinen Sohn Jesus nicht gesandt hätte? Nein. Jesus war das Werkzeug für unsere Rettung und der Vermittler zwischen uns und Gott, aber letztendlich war es Gott, Jehova, der uns gerettet hat. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Apostelgeschichte 2,21, Berean Study Bible. Das Heil ist in keinem anderen, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden müssen. Apostelgeschichte 2,4,12 BSB. Warte mal kurz, will unser trinitarischer Freund sagen. Die letzten Verse, die du gerade zitiert hast, beweisen die Dreieinigkeit, denn Apostelgeschichte 2,21 zitiert Joel 2,32, wo es heißt, es wird geschehen, dass jeder, der den Namen Jehovas anruft, gerettet wird. Er wird argumentieren, dass sich die Bibel sowohl in Apostelgeschichte 2,21 als auch in Apostelgeschichte 4,12 eindeutig auf Jesus bezieht. Okay, das ist wahr. Er wird auch argumentieren, dass Joel sich eindeutig auf Jehova bezieht. Auch hier gilt, ja, das stimmt. Mit dieser Argumentation wird unser Trinitarier zu dem Schluss kommen, dass Jehova und Jesus, obwohl sie zwei verschiedene Personen sind, beide ein Wesen sein müssen. Sie müssen beide Gott sein. Langsam, nicht so schnell. Das ist ein großer Sprung in der Logik. Lass uns noch einmal die Bibel zu Rate ziehen, um uns Klarheit zu verschaffen. Ich werde nicht länger in der Welt bleiben, aber sie sind noch in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, beschütze sie durch die Kraft deines Namens, des Namens, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Als ich bei ihnen war, habe ich sie beschützt und durch den Namen, den du mir gegeben hast, bewahrt. Niemand ist verloren gegangen, außer dem, der dem Untergang geweiht ist, damit sich die Schrift erfüllt. Johannes 17,11-12 NIV. Das macht deutlich, dass Jehova Jesus seinen Namen gegeben hat, dass die Macht seines Namens auf seinen Sohn übertragen wurde. Wenn wir also in Joel lesen, dass jeder, der den Namen Jehovas anruft, gerettet wird, und dann in Apostelgeschichte 2,21 lesen, dass jeder, der den Namen des Herrn Jesus anruft, gerettet wird, sehen wir keine Disharmonie. Wir müssen nicht glauben, dass sie ein einziges Wesen sind, sondern nur, dass die Macht und die Autorität des Namens Jehovas seinem Sohn übertragen wurde. In Johannes 17,11-12 heißt es, dass wir durch die Macht des Namens Jehovas, die er Jesus gegeben hat, beschützt werden, damit wir, die Jünger Jesu, eins sind, so wie Jehova und Jesus eins sind. Wir werden weder untereinander noch mit Gott ein Wesen. Wir sind keine Hindus, die glauben, dass das ultimative Ziel darin besteht, mit unseren Atman eins zu werden. Das bedeutet, mit Gott in seinem Wesen eins zu sein. Wenn Gott wollte, dass wir glauben, dass er eine Trinität ist, hätte er einen Weg gefunden, uns das zu vermitteln. Er hätte es nicht den klugen und intellektuellen Gelehrten überlassen, sein Wort zu entschlüsseln und verborgene Wahrheiten zu enthüllen. Wenn wir es nicht selbst herausfinden könnten, würde Gott uns das bringen, unser Vertrauen in Menschen zu setzen, wovor er uns warnt. Damals sagt Jesus, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du diese Dinge den Weisen und Klugen verborgen hast und sie den Unmündigen offenbart hast. Matthäus 11,25, New American Standard Bible. Der Geist führt die kleinen Kinder Gottes zur Wahrheit. Es sind nicht die Weisen und Intellektuellen, die uns zur Wahrheit führen. Betrachte diese Worte aus Hebräer. Was erkennst du? Durch den Glauben verstehen wir, dass das Universum auf Gottes Geheiß entstanden ist, sodass das, was wir sehen, nicht aus dem Sichtbaren entstanden ist. Hebräer 11,3 NIV. In der Vergangenheit Gott zu unseren Vorfahren durch die Propheten zu vielen Zeiten und auf verschiedene Weise gesprochen. Aber in diesen letzten Tagen hat er zu uns durch seinen Sohn gesprochen, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat und durch den er auch das Universum geschaffen hat. Der Sohn ist der Glanz der Herrlichkeit Gottes und das genaue Abbild seines Wesens, das alles durch sein mächtiges Wort erhält.
Nachdem er für die Reinigung der Sünden gesorgt hatte, setzte er sich zur Rechten der Majestät im Himmel. So wurde er den Engeln so überlegen, wie der Name, den er geerbt hat, den ihren überlegen ist. Hebräer 1, 1-4 NIV. Wenn das Universum auf Gottes Befehl hin entstanden ist, wem hat Gott dann den Befehl gegeben? Ihm selbst oder jemand anderem? Wenn Gott seinen Sohn ernannt hat, wie kann sein Sohn dann Gott sein? Wenn Gott seinen Sohn zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, von wem erbt er dann? Erbt Gott von Gott? Wenn der Sohn Gott ist, dann hat Gott das Universum durch Gott erschaffen. Ergibt das einen Sinn? Kann ich das genaue Abbild meiner selbst sein? Das ist Unsinn. Wenn Jehova Gott ist, dann ist Gott die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit und Gott ist das genaue Abbild von Gottes Wesen. Auch das ist eine unsinnige Aussage. Wie kann Gott den Engeln überlegen sein? Wie kann Gott einen Namen erben, der höher ist als der ihre? Von wem hat Gott diesen Namen geerbt? Unser trinitarischer Freund wird sagen, nein. Du verstehst das nicht. Jesus ist nur die zweite Person der Trinität und als solche ist er verschieden und kann erben. Ja, aber hier bezieht er sich auf zwei Personen, Gott und den Sohn. Er bezieht sich nicht auf den Vater und den Sohn, als ob sie zwei Personen in einem Wesen wären. Wenn die Trinität drei Personen in einem Wesen ist und diese eine Wesen Gott ist, dann ist es unlogisch und falsch, Gott in diesem Fall als eine Person neben Jesus zu bezeichnen. Tut mir leid, mein trinitarischer Freund, aber du kannst nicht beides haben. Wenn du es hyperliteral, übertrieben wörtlich nimmst, wenn es dir in den Kram passt, musst du es auch übertreiben, wenn es dir nicht passt. Es gibt noch zwei weitere Verse, die von Trinitariern als Beweistexte verwendet werden. Diese sind, dies ist, was der Herr sagt, dein Erlöser, der dich im Mutterleib gebildet hat. Ich bin der Herr, der Schöpfer aller Dinge, der den Himmel ausbreitet, der die Erde durch mich ausbreitet. Jesaja 44, 24. Jesaja sagte dies, weil er die Herrlichkeit Jesus sah und über ihn sprach. Johannes 12, 41. Ein Trinitarier kommt zu dem Schluss, dass Johannes sich auf Jesaja bezieht, der im selben Kontext, Jesaja 44, 24, eindeutig von Jehova spricht und dass Jesus Gott ist. Ich werde das nicht weiter erklären, denn du hast jetzt das Handwerkszeug, um es selbst herauszufinden. Versuch es doch einfach einmal. Es gibt noch viele weitere trinitarische Beweistexte, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Ich werde versuchen, sie alle in den nächsten Videos dieser Reihe zu behandeln. Vorerst möchte ich noch einmal allen danken, die diesen Kanal unterstützen. Eure finanziellen Beiträge halten uns am Laufen. Bis zum nächsten Mal. Until next time.